Guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal in unseren Ferienalltag mit. Deswegen habe ich mir die Kamera geschnappt. Es ist jetzt schon 10 Uhr. Die Kinder sind, glaube ich, vor circa einer halben bis zur dreiviertel Stunde aufgewacht. Wir sind schon ein bisschen länger wach. Der Papa hat schon die Hunde rausgebracht und wir haben schon eine Waschmaschine eingeschaltet, ein bisschen aufgeräumt und Staub gesaugt. Ne? Das muss man in der Früh mal gleich erledigen, dass das ein bisschen gemacht ist. Die Küche ist auch schon gemacht und ich habe den Kindern versprochen, dass es heute Pancakes gibt. Deswegen fangen wir an, weil das dauert. Also, let's go. Ich mache die Pancakes aus dem Thermomix und würde mal sagen, dass ich mal alles vorbereite, was ich dafür brauche. Milch, Eier, Zucker, Mehl, Backpulver. Alles klar. Während der Thermomix anrührt, macht der Papa la croissants. Bitte? Brasserie. Papa ist ein Clown. Wie rollen wir denn das jetzt? Ja, einfach so. Ja. Ja, stell ja, dir vor. Na, zeigst du dann den Croissant? Ja, das war. Was war denn das für? Ja, aber das musst du auch einrollen. Ist schön eingerollt. Und dann mach ich so. Mmh. Oh, Digga, yes. Was war denn das für ein Gesicht, dass ich gesagt habe, zeigst du dann den Croissant? Ich hab eine Teigtasche. Hast du denn eine Teigtasche? Ich hab keine. Na ja, dann. Die Frauen haben Teigtasche. Mein Mann versteht immer alles zweideutig. In welchem Huhn liegt denn diese Eier? Das ist der, ich glaube, die Rothaarige. Die Rothaarige. Ja, dann haben denn Hühner Haare, bitte. Rotfedrige. Rotfedrig. Die Rotfedrige. So, da lecker. 30 Gramm Zucker. Nur? Das ist schon mehr als genug, oder? Ich meine, 30 Gramm ist echt viel. Das ist eine Rettung. Ich mache mich 15 Minuten. Passt schon. Wo ist aber Schatzi, wir haben. Das ist das einzige Mehl, das wir haben. Das? Wir haben genug Mehl. Hier oben meine ich. Hier oben. Wir fehlen genau 12 Gramm. Wie viel brauchst du? 12! 12 Packungen? Eine Packung reicht, nicht 12 Packungen. Der Papa hat einen ganz kleinen Mehlsack geholt. Der ist so groß, der ist größer als mein Kopf. Das ist 5 Kilo. Das Braten der Pancakes übernimmt der Papa, denn ich habe sie schon so oft schwarz gemacht in letzter Zeit. Das schwarz? Weißt du, wo ich sie so ganz dunkel gemacht habe? Die ersten zwei waren immer so schön und dann die letzten. Also Fleck. Und deswegen hat der Papa gesagt, er macht das jetzt und ich gehe mit dabei jetzt den Haare föhnen und ich übergebe euch an Dr. Rotbart. Ja! Yeah. Machst du es mit Butter oder mit Öl? Mit Öl. Da war die Butter für mich. So, meine Lieben, wir sind hier schon am Essen, wie ihr sehen könnt. Die Kinder haben schon hier jeweils zwei verdrückt mit Nutella, aber ich muss jetzt weiter schmieren. Ich muss die Kamera. Eine. Wer mag noch eine? Du auch? Ich mag nur eine. Du magst nur eine, was hast du denn da gemacht? Philipp. Alle da, die ganze Familie. La Familie, Familie grande. Mit vier Beinen auch. Die kriegen das, was der Philipp runterschmeißt. Das genau. Gehört der Lara schon. Die Hunde essen nicht mit Blaubeeren. Nein, nicht mit Blaubeeren. So schaut Arbeiten in den Ferien mit den Kindern aus. Er wollte sofort Hobby, als er mich gesehen hat. Yeah. Und hat Papa angefangen, morgen in Ferien? Es ist schon Ferien. Nein. Doch. Nein. Aber was ist denn jetzt? Musst du zur Schule? Die Luisa meint Ferien damit im Urlaub. Urlaub. Was willst du? Patrick und der Philipp wollen mir was erzählen. Nein. Ja. Nicht vor der Kamera? Ich geh mit, schauen wir mal, was er bringt.
Das hat mein Baby. Okay. Ja. Mama! Der Patrick, ja? I love you. Ah, ein Baby! So, ihr Lieben, die Mama ist jetzt mit dem Kleinen schlafen gegangen und ich bin jetzt im Büro. Ich werde das Video für heute schneiden. Heute kommt ein Food Haul. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade das Video seht, ist der Food Haul schon bereits hochgeladen. Das heißt, ihr habt das Video schon gesehen. Ja, jetzt ist aktuell 13 Uhr. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, denn ihr wisst, um 17 Uhr kommt das Video online. Und das Rohmaterial ist ungefähr eine Stunde 20 Minuten. Und in der Regel ist es so, wenn eine Stunde, also in der Regel, bei mir dauert zumindest so, wenn eine Stunde Rohmaterial ist, dauert 2 bis 3 Stunden alles fertig zu schneiden, also komplett vorbereiten fürs Hochladen. Joggerbestellung muss ich auch noch fertig machen. Ich würde mal sagen, ab an die Arbeit. Ich habe jetzt den Film schlafen gelegt und der Papa ist ja schon fleißig am Video schneiden. Ich bin jetzt auch im Büro, um ein bisschen zu arbeiten. Hi. Auf jeden Fall muss ich mal ein bisschen Platz schaffen, weil eine Joggenlieferung ist vorhin gekommen. Haben wir schon reingeguckt, sage ich euch mal, dass da so Leute bestellen. Oder unter anderem ist es vielleicht eine Bestellung von euch. Ich habe hier Putzmittel. Dieser Degreaser ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Top-Produkt. Genauso wie auch der Fugenreiniger. Parfums, wie ihr sehen könnt. Das sind die Parfums. Und ein Luxus-Parfum. Und größere Parfums. Ja, und das sind auch Duftproben. Und so aus, also Tester. Und wir haben auch andere Proben. Ich zeige euch die mal. Also, hier gibt es da so Pröbchen. Die mache ich da immer ganz kurz. Muss ich euch zeigen. Also, diese Pröbchen, die machen wir dann auch immer so rein. Das sind so Handcremes. Einmal, warte, ich drehe es um. Das ist Aloe Vera. Das ist Schneckenschleim. Und das ist Neemöl. Neemöl ist sehr, sehr gut. Dann habe ich hier auch noch so, das sind Probensets, die kann man bei uns im Shop kaufen. Das ist Damen, das ist Luxus. Dann diese Creme, oh mein Gott. Ich werde euch mal ein Vorher-Nachher-Bild reinposten. Diese Augencreme, die ist ein Wahnsinn. Die verdeckt einfach Falten. Man glaubt es nicht. Es ist wie Botox. Shock-Action-Botox-like. Das ist wirklich voll krass. Ja, und dann haben wir hier, genau so ein Tester von unserem Degreaser, diesen tollen Putzmittel. Und dann, das sind eigentlich so Sachen wie Masken. Also so, das ist eine Maske mit Schneckenschleim. Sehr gut gegen Pigmentflecken und so. Für den Philipp habe ich da auch was bestellt. Papa hat es nur daher geräumt, eigentlich kurz bei mir rein. Übrigens, wir haben für den Philipp einen Buggy bestellt bei Amazon. Ich kann ihn euch gerne verlinken. Wir haben uns den Maxi Cosi Lara 2 für den Urlaub mitgenommen, weil wir brauchen einen Reisebuggy, weil wir kriegen den Stocke natürlich nicht ins Auto, wenn alle Kinder drinnen sitzen. Und da freue ich mich sehr über diesen Buggy. Wir haben uns für den Maxi Cosi übrigens entschieden, weil wir hatten schon mal einen Maxi Cosi und wir waren super zufrieden damit. Und ich finde, dass der vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich der beste war, so für unsere Bedürfnisse. Der geht nämlich super klein zusammenklappbar, was für uns ein sehr großes Kriterium war. Und er ist von der Preisklasse Mittelklasse. Den kann man auch wieder verkaufen, wenn er noch schön ist. Es ist schwierig, einen gebrauchten Buggy zu finden, der noch schöner schaut. Wir haben nämlich zuerst bei Gebrauchten geschaut, weil die schauen alle so abgenudelt aus. Kinderwagen findet man schneller einen schönen, aber gerade Buggys, schwierig, weil Kleinkinder machen mehr dreckig als Babys. Ja, zeigen wir euch später dann. Aber zuerst, wie gesagt, muss ich ein bisschen arbeiten. Deswegen bis später. Hey, jetzt bin ich mal wieder in der Küche. Ich habe das Video nicht fertig geschnitten. Ich habe so eine kurze Pause gemacht, denn ich werde jetzt was zum Mittagessen kochen. Und zwar heute gewiss beim selbstgemachten Burger. Ich habe das Fleisch schon hier vorbereitet. Ich muss noch ein bisschen umrühren und dann geht's los mit Braten. Die Mama ist noch im Büro, sie arbeitet am Computer. Und wie gesagt, ich bin jetzt in der Küche. Ich werde jetzt Mittagessen kochen und ja, leg mal los, denn die Kinder sind hungrig und ich auch.
Jetzt kommen wir noch endlich hier zum Essen und so schauen unsere Burger aus. Wunderschön. Für die kann man richtig reingucken. Wer wollt einen Burger à la Robert? Ja, was dann? 9 Euro im Minute. Boah. Und der Philipp, der isst das auch so brav mit. Sehr teuer. Sehr cool. Ja, brav, mein Bibi, toll. Ja, wir werden einfach mal reinhauen, weil wir sind mega hungrig. So, nach dem Essen ist jetzt Mädelstag. Schaut mal, ich habe alle meine Mädels dabei. Michelle, Rita, Luisa. So, du steckst auf der anderen Seite. So, jetzt sind alle angeschnallt und jetzt fahren wir los. Wir gehen nämlich, die Michelle braucht unbedingt irgendeine Weste. Die hängt mir damit schon seit Tagen in den Ohren. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt, die sie diese Weste kaufen und die Lara will Ohrringe und die Männer bleiben zu Hause. Der Papa muss noch ein Video schneiden und der Patrick schaut auf den Philipp ein bisschen, bis wir wieder da sind. Wir sind ja nicht so lange weg. Und es sind keine Männer. Jo, also bis später. Erster Stopp hier beim New Yorker. Wir sind fertig. Die sind fertig. Die Michelle hat ihre neue Weste an. Aber das hat man gefilmt. Erst habe ich gefilmt. Das war die Weste, seitdem sie mir seit Tagen in den Ohren. Wobei sie wollte eine mit weiß, oder? Ja. Aber jetzt gefällt dir, glaube ich, die besser mit schwarz, oder? Oder nicht? Ja, schon ein bisschen. Sieht cooler aus irgendwie. Gut, die Lara hat sich beim C&A neue Ohrringe ausgesucht. Kleine? Also auf jeden Fall süße Schmetterling-Ohrringe. Und die will sie jetzt gleich tragen. Wie bekommst du die Steckohrringe raus? So, jetzt sind wir noch kurz beim Lidl. Was macht sie jetzt? Ich will einfach die. Luisa, lass mal los. Luisa, lass die Michelle was reingeben. Danach kannst du es eh wieder schieben. So, ich nehme mir auch eine Marmelade, weil ich liebe diese Marmelade vom Lidl. Die Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Michelle, kommst du kurz her, Schatzi? Ich überlege gerade, ob ich auch Orangenmarmelade nehmen soll. So. Ja, ich gebe dir. Sorry, Luisa, jetzt kannst du schieben. Aber bitte nicht wild fahren, ja? Zivilisiert. Dankeschön. Alles klar. So, M&M's. Und was noch? Was ist das? Haribo hat die Luisa genommen. Das sind meine. Nur meine. Nö, nö, nö. Doch. Du willst schon teilen. Nein. Doch. Gehen wir bitte? Ja. Wir finden den Korb richtig nice. Ja. Gefühlt. Das ist wie so ein Wagen, den sie schieben kann. Wieder vor der Mitte gerannt und sie wollte was da in den Korb reinlegen. Ich bin nur Schau sie an. Geh mal. Na komm, let's go. Wir sind wieder zu Hause, meine Lieben. Wir waren jetzt noch kurz beim Lidl, haben nur ein paar Sachen gekauft und jetzt sind wir wieder zu Hause und ich habe mir auch den Kleinen geschnappt. Der Philipp ist hier und natürlich die ganze Party hier. Die Amy haben wir noch mitgenommen. Amy! Die Michelle hat ihr Pennyboard mitgenommen, die Lara hat ihr Fahrrad und die Luisa ist auch ein Kinderwagen dabei. Mami, gib mir das zum Teil. Ich will Amy gleich filmen. Ja. Amy. Aber pass auf, dass die Amy nicht losdüst, ja? Immer schön bremsen. Amy! Wie sieht man das? Amy, komm her! Ja, komm her, Baby, Amy! Ja. Und? Oh! Amy, du musst dich nehmen, damit ich. Oh! Oh, die Amy tröpfelt. Are you serious? Die Amy ist undicht. Oh, Amy. So, ihr Lieben, ich bin fertig mit dem Foto. Heute kommt das wieder nicht mehr. Also heute.
Ja, ja, also ihr habt es am Montag nicht gesehen, ja, weil es so lange gedauert hat. Ja, das war wirklich brutal lang. Also das hat unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt ist die Mama in der Zwischenzeit nach Hause. Sie macht den Thumbnail für morgen, also für den Video. Und ich mache noch die Bestellungen fertig. Das sind die Pakete quasi. Die Pakete, genau. Damit morgen rausgehen und dann, glaube ich, beende ich schon den Vlog, oder? Ja, ich habe das ja am Fernsehen. Kinder schon, genau, fertig machen. Es ist ja schon bald 21 Uhr. Es ist schon 21 Uhr, ja, eigentlich. Weil es ist Ferien, da bleiben wir viel länger wach, aber wollen auch ein bisschen kuscheln, Fernsehen, genau, ist das, und machen noch die letzten Schliffe fertig und. Verabschieden, sind schon müde und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.